Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL Football. Wir sind zurück in den NFL Playoffs, haben die vierte Challenge der New England Patriots zu spielen. Gehen da gleich mal rein und zwar Week 12. Patriots at Jets. Tied at the half, the Patriots were struggling to pull ahead. Now in prime real estate, Tom Brady had the perfect opportunity to take the lead. Guide the Patriots to a victory over the Jets. Das machen wir doch gerne. Wir spielen in New York. Die Jets haben sich ja von ihrem Head Coach getrennt, direkt nach Saisonende, haben Gase von den Miami Dolphins, der dort gefeuert wurde, engagiert, der ja als Quarterback-Guru gilt. Macht in dem Sinne eigentlich wirklich Sinn, da sie ja mit Sam Darnold einen wirklich vielversprechenden Quarterback haben. Alle reden immer noch von Baker Mayfield und von Lamar Jackson. Vergesst Sam Darnold nicht, der ist auch ein richtig guter. Und da bin ich sehr gespannt, wo es mit den Jets hingeht, die auch sehr viel im Salary Cap übrig haben in der Offseason. Da wird einiges passieren und ich habe die Riesenvermutung, dass ein Le'Veon Bell bei den Jets landen wird. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Vorspann. So, Eddie George, die Marcus Vaiotella-Owns auf Seiten der Patriots, Trumaine Johnson, Avery Williamson, Jamal Adams auf Seiten der Jets. So, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Konstellation haben. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 29-Yard-Linie der Jets. Es steht unentschieden, 13-13. Sind noch lange, lange 2 Minuten 33 im dritten Quarter zu spielen, also wirklich noch mächtig viel Zeit. So, wir gehen mal wieder ein bisschen durch die Luft. Play Action Misdirection Shot. Der ist nochmal interessant. Cooper, also es gibt noch zwei Receiver hier, Cooper und Terrell Owens. Wir gehen auf Terrell Owens, das ist ein Touchdown. Das ist ja mal ein geiler Spielzug. Der war da so frei. Hammer. Habe ich, glaube ich, noch nie ausprobiert, weil ich das immer so blöd fand, dass ich hier nur zwei Receiver habe. Aber das hat ja Bombe funktioniert. Der PET, bups, ist auch gut und schon führen wir mit 7 Punkten. 20 zu 13 im dritten Quarter. So, der Kick ist unterwegs. Der geht bis in die Endzone. Wird jetzt aufgenommen von den Jets und zurückgetragen. Bis an die 23-Yard-Linie. Dort haben wir jetzt einen ersten Versuch und 10. Wir wollen mal direkt. Josh McCown dürfte hier noch der Quarterback sein, also nicht Sam Darnold. Nicht wundern. Ist halt noch Stand vor der Offseason. Erster und 10 an der 23. Laufspiel der Jets. Noch schön unterbunden. Paul kommt hier auf Minus Yards. Sean Lee mit dem Tackle. Zweiter Versuch und 11 von der 23. Druck auf McCown, da geht er zu Boden. Eben Sean Lee mit dem Tackle gegen den Running Back. Jetzt gegen der Sack gegen den Quarterback. Läuft bei Sean Lee, würde ich mal sagen. Gestern Nacht der leider nicht so toll. Da hat sich unser Linebacker-Core ausgerechnet im Playoff-Spiel gegen die Rams. Haben sie sich aufbewahrt, die schlechteste Saisonleistung abzuliefern. Da waren wir relativ chancenlos. Die haben uns in Grund und Boden gelaufen. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Vierter und 17. Kick ist unterwegs. Bis an die 46-Yard-Linie. Schwacher Punt. Und jetzt hat natürlich ein Deion Sanders hier unwahrscheinlich viel Platz. Spin Move und da ist er in der Endzone. Ein Punt Return Touchdown durch Deion Sanders. Jetzt ist die Sache doch sehr, sehr schnell, sehr, sehr deutlich geworden. 14 Punkte Führung, also ein Two-Score-Game. Und wir sind immer noch im dritten
Quarter unterwegs. So, der Kick ist jetzt in der Luft. Bis in die Endzone, wird nicht zurückgetragen. Der Returner der Jets geht aufs Knie. Erster und 10 an der 25. So, wieder ein Tackle for Loss. So sah es aus. Also mit dem Running Game funktioniert nicht allzu viel bei den Jets. Es ist ein 2. und 11. Ball ist an der 24-Yard-Linie. Also nicht nur beim Running Game, auch beim Passing Game geht momentan nicht allzu viel bei New York. Anderson geht hier außen in Motion. Ganz schwacher Pass von McCown. Also da hatte definitiv mein Verteidiger eine höhere Chance, den Ball zu fangen und zu kontrollieren, als es der Wide Receiver der Jets getan hat. Schon wieder ein Dritter und richtig lang. Überworfen von McCown, das heißt, wieder ist es ein 3-and-out. Wieder werden die Jets punten. Ich habe schon wieder die Two-Point-Conversions vergessen. Fällt mir da schon wieder auf. Mann, ich muss mir echt den Knoten mal irgendwo ins Bein oder in den Arm oder in einen Finger machen, damit ich daran denke. So, Sanders wieder unterwegs. Diesmal bis an die 36-Yard-Linie. 13 Sekunden haben wir noch auf der Uhr. Nehmen wir den Post-Shot. So, Amari Cooper muss ich hier, glaube ich, gar nicht groß gucken. Ich konzentriere mich auf Sharp und auf Jarwin. Links lege ich jetzt Cooper mal den Ball nirgendwo hin, weil er an der Line of Scrimmage schon abgeblockt wurde. Ja, da muss ich auf Cooper. Kann ich mir abgewöhnen. Das bringt mal gar nichts. So, Play-Action Boot. Das heißt, Sharp und Owens sind meine Anspielstationen hierbei. Da muss ich den Ball wegwerfen. Das war mir zu riskant, hier irgendwo hinzuwerfen. Das war natürlich ein 3. und 10. Was nicht so schön ist. 4 Verticals. Letzter Spielzug im 3. Quarter. Sharp und Owens sind meine Anspielstation. Ich halte mir hier die Option offen, aber auch selbst zu laufen. Und genau das machen wir jetzt auch, weil hier eine Riesenlücke ist. Und dann sliden wir ab und haben ein neues First Down zum Ende des 3. Quarters. Wir switchen gleich mal rüber ins 4. Quarter. 3 Minuten Spielzeit. Erster Versuch heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. So, logisch bei einer 14-Punkte-Führung. Da wird jetzt unser OC ein bisschen konservativer, das heißt Laufspiel. Eddie George über die linke Innenseite. Boah, sehr schöne Blocks. Untouched. Der nächste Touchdown für die Cowboys und jetzt denke ich an die Two-Point-Conversion. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon noch brauche. Cooper und Johnson von der linken, Owens auf der rechten, alle auf Slant Routes unterwegs. Und der ist mal intercepted. War nicht gut. Gegen die Laufrichtung geworfen. Und dann auch noch sehr, sehr schlecht geworfen. So, keine Two-Point-Conversion. Es bleibt jetzt bei einer 20-Punkte-Führung. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 7-Yard-Linie. Wird jetzt aufgenommen und retourniert von den Jets. Bis an die 27. Erster Versuch und 10. Josh McCown kommt wieder aufs Feld. Erster und 10. Versuch eines Laufspiels, aber das war mal rigoros unterbunden. Zweiter und 10 von der 27-Yard-Linie. Ich weiß auch nicht, ob das so der schlaue Plan ist, wenn man kurz vor dem Two-Minute-Warning im Schlussviertel mit 20 Punkten hinten liegt, über die Mitte zu laufen. Halte ich nicht so für das cleverste Coaching. Incomplete Pass, da war überhaupt gar kein Receiver der Jets in der Nähe. Also das ist wirklich mal eine mehr als desolate Offense-Leistung, die die Jets sich trauen, hier
wohlgemerkt zu Hause, zu zeigen. Wieder eine Incompletion. Ich weiß gar nicht, ob McCown in dem Spiel, jetzt nachdem wir dort eingestiegen sind, überhaupt schon eine Conversion oder eine Completion hatte. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. 4. und 10. Wieder Druck, langer Ball und der ist intercepted. Huff mit der Interception. Das ist mein zweiter Free Safety. Der kommt wirklich nur alle Jubeljahre mal aufs Feld und pflückt hier den Ball herunter. So, 9 Sekunden sind noch auf der Uhr bis zum 2-Minute Warning. Logische Sache, wir drücken jetzt Eddie George erstmal den Ball in die Hand, damit die Uhr anfängt zu laufen bis zum 2-Minute Warning. So, das ist uns gelungen. Die letzten Sekunden tickern hier jetzt runter. Da kommt der Pfiff. Wir sind in den letzten 2 Minuten des Spiels. 2-Minute Warning. So, zweiter Versuch, das heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Ich nehme mal den Flanker Dick. So, da achte ich mal, ob Terrell Owens vielleicht 1 gegen 1 geht. Ansonsten gehen wir über Shannon Sharp. Cooper schaue ich mir mal an, aber deswegen spiele ich den Flanker Dick nicht. Ich habe es vergessen, weil der irgendwie stark dazu neigt bei diesem Spielzug, dass ich fumble. 1. und 10 an der 38-Yard-Linie und dabei war Sharp so schön frei. Turnover. Jets kommen natürlich jetzt einmal an hervorragender Feldposition mit ihrer Offense wieder zum Laufen. Vollständiger Pass von McCown. Er hat es geschafft. 2. und 4 an der 31-Yard-Linie. Wieder ein vollständiger Pass und das ist ein First Down für die Jets. Ball ist an der 25-Yard-Linie. 1. und 10. Und oi. Eine Incompletion. Der Receiver Walford kann den Ball nicht fangen. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Der tingelt dann von seinem linken auf den rechten wieder auf den linken Arm zurück und wäre fast sogar noch intercepted worden bei der Aktion. Zweiter Versuch und 10, 1:35 noch zu spielen. Oh, starker Passer McCown, der war mal richtig gut. Das ist ein First and Goal jetzt von der 10-Yard-Linie. Auf einmal klappt es bei den Jets. Was war denn bei den ganzen Drives davor los? Das, was man gerade gesehen hat. Incompletion. Von McCown, Second and Goal damit. Vollständiger Pass. Ball ist an der 7-Yard-Linie. Das ist jetzt ein Third and Goal. No Huddle Offense natürlich der Jets. Die wollen jetzt hier keine Zeit mehr verlieren. McCown wirft über die Endzone. Incompletion. Den 4. Versuch spielen sie aus. Logisch, ist mit die letzte Chance, die sie hier im Game haben. Fourth and Goal. Genau bei 1 Minute Rest Spielzeit. Ball ist unterwegs und incomplete. Der war gar nicht verkehrt geworfen. Der Verteidiger war eigentlich schon ausgespielt, aber ein bisschen zu lang. 1. Versuch und 10. Wir laufen. Erstmal sehen, dass wir hier von der Endzone wegkommen. Eddie George über die linke Seite. Wichtig jetzt natürlich im Bounce bleiben. Ist uns gelungen. Die Uhr läuft weiter. Die Jets nehmen also auch ihre Auszeiten nicht. Haben das Spiel quasi damit ad acta gelegt. So, 19 Yard Linie, wir laufen weiter. Eddie George jetzt durch die Mitte. Es geht jetzt auch nur darum, dass wir die Uhr hier runter tickern lassen. Allerdings einfach nur so in den End reinzulaufen, das ist nicht so schön. 2. und 7. Ball ist an der 22 Yard Linie. So, wir sind auch bei unter 20 Sekunden Restspielzeit. Auch über Eddie George, über die Außen. Kein guter Block hier von Terrell Owens, das sieht man eigentlich sehr selten.
Jetzt laufen hier die letzten Sekunden runter. Mal schauen, ob wir noch einen Spielzug hinbekommen. Drücken noch einmal Eddie George den Ball in die Hand über die Mitte. Der will es natürlich nochmal wissen und kommt bis an die 44-Yard-Linie. Das war's. Wir schlagen die Jets 33 zu 13, glaube ich, war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.